In dieser Woche reden wir über Urheberrechtsironie, explodierende Glasflaschen, die absurdesten Tags und natürlich das ganze Debakel rund um Rezo und die CDU. Aber fangen wir ganz einfach an. Das Erste und das ZDF werden von Nico Semsrott auf Twitter darauf hingewiesen, dass die CDU auf ihrem eigenen YouTube-Kanal Ausschnitte ihrer Politiker aus öffentlich-rechtlichen Sendungen hochlädt. Das Erste antwortet darauf und sagt, sie würden der Sache bereits nachgehen und hups, da löscht die CDU selbstständig schon ihre Videos. Dass das von der Partei kommt, die sich so laut für vernünftigen Urheberschutz im Internet ausgesprochen hat, ist ein bisschen witzig. Währenddessen zeigt Mentale Zuflucht, wie die menschliche Barbie nach 7 Jahren aussieht. Nein, nicht wie auf dem Thumbnail, sondern so. Diese Veränderung. Veränderung gibt es auch bei Simon Desue. Der wird nämlich von seinem Nachbar bedroht, weil irgendwas mit einem Safe passiert ist. Das ist alles natürlich fake, zwar nicht als solches gekennzeichnet, dafür ziehen Begriffe wie Immonet und Immobilien-Scout24 die Tags. Ja. Ray Fox thematisiert außerdem noch das Dümmste, was er jemals gemacht hat. Nein, das ist natürlich nicht zu sehen, das ist ein belangloses FAQ-Video, in dem er ganz am Schluss für etwa 45 Sekunden darüber spricht, dass er als Kind mal Glasflaschen ins Feuer geworfen hat. Mit dem Thumbnail hat das alles eher weniger zu tun. Okay, der Elefant im Raum. Bereits letzten Samstag hat Rezo ein fast einstündiges Video hochgeladen, in dem er mit Hilfe von sehr vielen guten Quellen sagt, dass die CDU vielleicht doch gar nicht so knorke ist. Das Video ist mit Sicherheit nicht perfekt, die Reaktion der CDU ist aber so unglaublich dämlich, dass ich hier einfach mal die besten Aussagen zusammengetragen habe. Da spricht CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zum Beispiel von einer Vermischung von ganz vielen Pseudofakten in den Quellen, nur um dann einen Tag später zu sagen, dass ja niemand die Quellen anzweifeln würde. CDU-Bundestagsabgeordneter Matthias Hauer hat herausgefunden, dass Rezo letztes Jahr Urlaub auf den Malediven gemacht hat. Wie kann er sich denn jetzt für Klimaschutz aussprechen? Da, er hat mal Fleisch gegessen, offensichtlich ist ihm das Klima genauso egal. Ach so, und hat mal jemand nachgerechnet, wie viel Energie allein durch das millionenfache Stream des Rezo-Videos verbraucht wurde? Wenn man sich schon für Klimaschutz einsetzt, dann doch bitte nachhaltig. Erreicht doch mal Millionen Menschen mit, schrei doch einfach sehr laut oder so. Und sag mal, wenn wir als CDU so viel falsch zu machen scheinen, sind wir doch auch sicher für die 7 Plagen damals in Ägypten verantwortlich gewesen. Aber das kann ja gar nicht sein, die #Wohlstandshelden, die bisher wohl mehr konsumiert als geleistet haben, schnappen über. Katja, google doch mal ad hominem. Und was sagt Rezo eigentlich den Kindern, deren Eltern ihren Arbeitsplatz durch Kohleausstieg verlieren? Ja, wahrscheinlich, dass er mehr Follower hat als sie. Es ist vielleicht ein ganz kleines bisschen offensichtlich, dass die CDU offenbar komplett überfordert mit der Situation ist. Sie hat zwar ein PDF mit ihrer eigenen Position hochgeladen, das man sich auch durchaus durchlesen kann, bekleckert sich aber außerhalb davon wirklich in keinster Weise mit Ruhm. Das ist einerseits natürlich sehr unterhaltsam, andererseits aber auch wirklich alarmierend. Deswegen, heute ist Europawahl, geht dahin, vielleicht trefft ihr auf dem Weg dahin einen süßen Hund. Allein das wär's wert.